Hans Jost liest die Szene »Ich glaube« aus einem Schauspiel »Schlageter«, Aufnahme von 1933. Schlageter, wir sind unter vier Augen. Sie sagten, als väterlicher Freund stünden Sie hier. Ich nehme Sie beim Wort. Was täten Sie in meiner Lage? Jung, radikal und gläubig. Exzellenz, viel verlangt, mich in Ihre Lage zu versetzen. Ich bin alt, abgekämpft und skeptisch. Schlageter, darf ich sprechen, wie mir es ums Herz ist? Exzellenz, ich bitte darum. Schlageter, darf ich um Neutralität bitten? Exzellenz, mit Vorbehalt. Schlageter, und dennoch, Offenheit gegen diese Reserve. Ich frage Sie, klar und endgültig, ist es nicht geradezu notwendig, dass im besetzten Gebiet einige Exzesse stattfinden? Einmarsch und völlige Ruhe. Sehe das nicht verdammt nach geglücktem Unternehmen aus? Der passive Widerstand ist ein Entschluss des grünen Tisches. Gut, gut, auf diplomatischer Ebene. Aber das Temperament muss dazu kommen. Das Leben ist immer und überall mehr als ein Schachspiel. Zu dem Ausgeklügelten, Überdachten muss, Exzellenz, das Unbedachte stoßen. Ja, das Unbedachte, der Gefühlsimpuls. Und wenn wir Sprengungen aufziehen, so handeln wir impulsiv. Meine Frage, ist dieser Impuls für Sie, Exzellenz, als Deutscher verständlich? Exzellenz, das ist eine Doktorfrage, Schlageter. Eine Gewissensfrage. Exzellenz schweigt, Schlageter. Antworten Sie. Exzellenz schweigt, Schlageter. Ich bitte in Ihnen den väterlichen Freund. Exzellenz, schwer eine Antwort zu finden. Schlageter, notwendig zu suchen, suchen Sie aber an der richtigen Stelle. In Ihrem Herzen, Exzellenz. Exzellenz, geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie meine Antwort als meine Privatäußerung verstehen. Schlageter, mir liegt an Ihrem ganz persönlichen Entscheid. Exzellenz, Gott verzeih mir, gut oder böse, richtig oder falsch, ich würde mit 30 Jahren zu euch stehen. Schlageter, Dank, Exzellenz. Ich lese Ihnen eine Szene aus meinem Drama Schlageter, und zwar die zweite Szene aus dem, die vierte Szene aus dem zweiten Akt. Die Szene spielt zwischen dem Titelhelden und einem General. Schlageter. Exzellenz? Exzellenz, Dank für Ihren Brief. Ich habe Sie auf neutralen Boten gebeten. Schlageter. Neutraler Boten? Hier? Exzellenz. Auf gewissermaßen neutralen Boten. Als alter und vor allem älterer Kamerad will ich mit Ihnen sprechen. Schlageter. Als Kamerad also, Exzellenz. Als väterlicher Freund, Schlageter. Verzeihen Sie, Exzellenz, die Prägnanz meiner Gegenfragen, aber mir scheint Klarheit sehr nötig, Exzellenz. Was Sie, lieber Schlageter, als Klarheit ansprechen, lehne ich ab. Sie betreiben mit Ihren Fragen Gewissensforschung. Das Gewissen eines 20-Jährigen und die Erfahrung
eines 60-Jährigen sind aber in heiklen Dingen oft Gegensätze. Es geht aber nicht um diese Gegensätze, sondern um eine Aussprache. Sie sind uns vom Baltikum, von Schlesien her bekannt. Ich möchte Sie warnen, Schlaggeber, in Ihrer Funktion als Exzellenz, väterlicher Freund, Schlaggeber. Das ist zu viel Güte, Exzellenz, und zu wenig Realität. Kurz, warum warnen und wovor, Exzellenz? Die Aktivierung des passiven Widerstandes ist Ihnen bekannt? Schlaggeber, ich hörte davon, Exzellenz. Vor einer Beteiligung wollte ich Sie warnen, Schlaggeber. Weswegen, Exzellenz? Sie bringt die Regierung in die fatalste Situation. Schlaggeber, welche Regierung? Exzellenz, lieber Schlaggeber, es gibt immer nur zwei Regierungen, die eigene und die des Feindes. Ich glaube nicht, dass Sie die Absicht haben, der französischen Regierung in die Hand zu arbeiten. Schlaggeber, Ihre Formulierung scheint mir militärtechnisch einwandfrei, politisch aber nicht schlagen. Exzellenz, inwiefern? Schlaggeber, der Franzose tut, was er will und was ihm seine Entente cordiale lobt. Unsere Handlungen erhalten unter diesem Aspekt innerpolitisch jede Freiheit. Exzellenz, Sie meinen, den Druck Frankreichs könnte man innerpolitisch revolutionär ausnutzen. Schlaggeder, ich meine, was den Marxisten 1918 unter dem Druck der Feindmächte recht war, müsste heute unter dem Druck der gleichen Mächte den Nationalisten billig sein. Wir haben das Recht, der Franzose gibt es uns durch seine Besetzung, uns zu erheben und zu sagen, Verständigung, Verbrüderung im Sinne der Internationale erweist sich als Schwindel, also radikal nationale Regierung. Zum Teufel mit dem November-System. Exzellenz. Also, Marsch nach Berlin. Vielleicht wieder beides. Eine Aktivierung des Widerstandes im Westen, das deutsche Volk erwacht und dann das erwachte Deutschland reißt die Macht an sich. Exzellenz. Und wer soll diese Revolution führen? Sie, Exzellenz. Exzellenz. Ich bin ein alter Mann, Schlaggeber. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Täte es einer von uns Jungen, wirft man ihm die Jugend vor. Ein Vorwurf findet sich. Die Geschichte denkt aber immer in Erfolgen. Exzellenz, richtig. In Erfolgen. Und das, was Sie da entwarfen, hat keine Erfolgschance. Sie sind staatsgefährlich. Aber wir kommen einander nicht näher, Herr Schlaggeder. Schlaggeder. Nein, Exzellenz. Exzellenz, aber diese Unterredung muss einen Sinn haben. Schlaggeder. Sie allein sind in der Lage, diese Sinngebung zu bringen. Wir sind unter vier Augen. Sie sagten, als väterlicher Freund stünden Sie hier. Ich nehme Sie beim Wort. Was täten Sie in meiner Lage? Jung, radikal und gläubig. Exzellenz, viel verlangt, mich in Ihre Lage zu versetzen. Ich bin alt, abgekämpft und skeptisch. Schlaggeber, darf ich um Neutralität bitten? Exzellenz, mit Vorbehalt. Schlaggeber, und dennoch, Offenheit gegen diese Reserve. Ich frage Sie klar und endgültig, ist es nicht geradezu notwendig, dass im besetzten Gebiet eigentlich Exzesse stattfinden? Der passive Widerstand ist ein Schuss des grünen Tisches. Aber das Temperament muss dazukommen, zu dem ausgeklügelten, überdachten, muss, Exzellenz, das Unbedachte stoßen. Schlaggeber, ja, das Unbedachte, der Gefühlsimpuls. Und wenn wir Sprengungen aufziehen, so handeln wir impulsiv. Meine Frage, ist dieser Impuls für Sie, Exzellenz, als Deutscher verständlich? Exzellenz, das ist eine Doktorfrage, Schlaggeber. Eine Gewissensfrage,
Exzellenz schweigt. Schlageder. Antworten Sie. Exzellenz schweigt. Schlageder. Ich bitte in Ihnen den väterlichen Freund. Exzellenz. Schwer, eine Antwort zu finden. Schlageder. Notwendig zu suchen. Suchen Sie aber an der richtigen Stelle. In Ihrem Herzen, Exzellenz. Exzellenz. Geben Sie mir Wort, dass Sie meine Antwort als meine Privatäußerung verstehen? Schlageder. Mir liegt an Ihrem ganz persönlichen Entscheid. Exzellenz. Gut oder böse, richtig oder falsch, ich würde mit 30 Jahren zu euch stehen. Schlageder. Dank, Exzellenz. Exzellenz. Und nun? Schlageder. Ich wollte nicht mitmachen. Ich wollte abraten. Ich vermutete bei der derzeitigen Regierung trotz allem ein geheimes Programm. Exzellenz, Sie hätten es in diesem Augenblick preisgegeben. Sie hätten gesagt, Schlaggeder, Ihre Hand, tun Sie nicht mit. Diese kleine Tat, die Sie da im Auge haben, gefährdet die große, die wir Alten im Auge haben. Zügelt euch, geduldet euch ein wenig. Wir sind eure Kameraden. Aber nichts von dem. Das gute Gewissen des Reiches, Exzellenz, schlägt heute nur in den Revolutionären. Exzellenz, Sie gehen zu weit. Schlageder. Sie treten am Ort auf den Boden der Tatsache. Sie gestanden mir, dass Sie die Aktion der Freischärle verstehen. Und ich werde Ihnen dieses Eingeständnis danken, solange ich atme. Aber tauschen, Exzellenz, tauschen möchte ich nie. Es muss fürchterlich sein, als alter Mann der Jugend nur unter vier Augen ehrlich begegnen zu können. Ich habe die Ehre.